Meine Meinung zum Carly Flamingo. Penny 2 in 1, interaktives Hundespielzeug, hier eine Größe 25 cm, ist aus MDF. Agilität soll es steigern, also Geschicklichkeit. Hier natürlich in dem Zusammenhang das Denkvermögen. Und ja, ist ein 2 in 1 Spielzeug. Man sieht ja auch hier schon so ein bisschen. Hat eine Vorder- und eine Rückseite. Da kann man dann Leckerlis zum Beispiel verstecken. Man merkt hier, es ist ein bisschen wackelig. Also scheinbar ist es von der Verpackung her so, dass die auch schon irgendwie umfallen können. Ein bisschen schade, aber wir gucken mal rein. Ah ja. Ja, das erklärt, warum es ein bisschen wackelig ist. Hier in der ist ein schöner Sack. Und da sind dann natürlich die kleinen Hüte drin. Die brauchen wir auf der Seite aber nicht. Ansonsten gibt es ja noch eine Anleitung, Hundegehirntraining und Tipps. Ja, und hier sehen wir jetzt das Ganze aus MDF gefertigt. Ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingswerkstoff. Ich habe ja lieber Multiplex. Aber ja, okay. Für mich so wie Spahn ist halt ja, so ein verleimtes Pulvergelumpe. Im Prinzip das MDF. Relativ stabil, aber ich nehme an, der Hund, der kann das hier dann auch schon leicht abkauen, abkratzen. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ansonsten hier natürlich sehr schön. Sieht man ja. Hübsch gefräst. Hier auch jeweils. Ja, und da kann er dann hier, kann man es reintun, klar. Und das dann verstecken. Also hier macht es vielleicht nur Sinn, in eins was reinzutun. Aber, ja gut. Gucken wir dann mal auf der anderen Seite. Aber dieses schöne Muster. Wenn hier oben noch eins gemacht hätte, wäre es ein Pfeil. Nice. Ja, wir passen jetzt die hier natürlich gut rein. Wir sehen, es sind auch alle da. Hübsch. Die hier sind im Übrigen nicht aus MDF, sondern aus Vollholz, wie es aussieht. Das finde ich gut. Während der MDF-Kram hier, naja, ganz geil finde ich es nicht. Man muss natürlich sagen, das Stück kostet wohl um die 17 Euro. Und ja, na gut, kann man natürlich nicht komplett Vollholz erwarten. Was man hier auch sieht, hier ist so eine Einkerbung. Das ist auch nicht schlecht, aber bei einigen Hunden dann. Die können das dann natürlich hier eben besser greifen. Die sind hier unten recht dick, das heißt, wenn man hier was reintut, sollte es natürlich nicht am Rand liegen oder so groß sein, sonst kriegt man das Teil natürlich nicht mehr richtig drauf. Gucken wir mal. Ist hier nur sehr klein, ne? Aber, mal gucken. Kannst du natürlich auch andersrum probieren und die hier reinmachen. Ah, geht auch nicht ganz. Ah, die Schwerkraft wirkt. Drinne. Naja, passt. Okay. Gucken wir mal. Tja. Das war nichts. Ja, fein, oh, fein. Eins hat sie zumindest gefunden. Ja, aber irgendwie versteckt sie jetzt die Hüte. Ah. Sehr gut. Wo die Hüte landen, weiß ich aber nicht. Werden wahrscheinlich irgendwo vergraben. Garten. Ich habe keinen Garten, aber was soll's. Oh, jetzt hat sie die beiden gefunden.
Das ist leer. Jo. Und das war auch leer. Schön. Probieren wir mal die andere Seite. Hier natürlich das Einfüllen einfacher. Schauen wir mal. Such, Melina. Ah. Die anderen. Na, das ist die falsche Richtung. Ah, jetzt habe ich es ein bisschen versehentlich aufgemacht. Ah ja, sehr gut. Ja, schön. Bisschen Hilfe, funktioniert. Es war das erste Mal, dass Melina das Spielzeug hier benutzt hat. Man sollte es natürlich nicht zu oft benutzen, also zu viele Leckerlis natürlich dem Hund geben. Aber ansonsten technisch problemlos, sehr schön. Einzige, was mir nicht ganz so gefällt, ist eben das MDF des eigentlichen Teils. Aber hat man ja gewusst, war ja vorher klar. Ja, ansonsten schickes Teil.